Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, aktuell wieder in Todtown. Haben wir im letzten Part die letzten Briefe abgegeben und den Meister des Dojos besiegt. Wenn ich jetzt auch nochmal versuche, mit dem zu reden und mit dem zu kämpfen, sagt er mir, dass du bereits der stärkste Kämpfer bist und in die Welt rausgehen sollst und dort weitermachen sollst. Genau, das heißt, wir sind da auch fertig, wir haben den Master besiegt, wir haben ein Diplom erhalten, dass wir der stärkste Kämpfer sind. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht genau. Ich hänge es mir wahrscheinlich an die Wand. Aber, jo. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zu Luigi. Und lese auch nochmal ein bisschen Post und ein paar Briefe und etc. pp. Und vielleicht will Luigi jetzt auch endlich mal mitkommen. Prinzessin Peach wird doch immer über den Wolken gefangen gehalten. Komm schon, Mario. Du bist ein Held. Bruder, du musst sie retten. Okay, mehr sagt er nicht. Ist ja traurig. Ich hätte echt gedacht, der kommt noch wieder. Vielleicht kann man aber auch so einen zweiten Run spielen und dann als Luigi spielen. Wäre natürlich auch cool. Will mal kurz gucken. Achso, so muss ich ja machen. Was der liebe Luigi in sein Tagebuch geschrieben hat. Ach du Scheiße, der hat noch ganz viele Seiten. Ach du Scheiße. Gestern kam ein Shy Guy zu mir. Ich fand ihn schlafend auf meinem Bett. Kannst du das glauben? Ich bin ihm nachgerannt, aber er war viel schneller für mich. Ich habe auch gehört, dass in Todtown viele Shy Guys aufgetaucht sind. Vermutlich kommen sie aus Shy Guys Spielzeugkiste. Sie muss irgendwo in der Stadt sein. Eine Spielzeugkiste. Da würde ich gerne mal reinschauen. Vielleicht haben sie ja einen Nintendo 64. Heute hat mich die gesamte Gumpa-Familie besucht. Sie sagten, dass sich Gumbario in der Urput meines Bruders befindet. Dann haben sie mir noch ein Souvenir gegeben. Es war eine Gumnuss, eine Spezialität aus Gumbafort. Sie sah so lecker aus, dass ich sie aufgegessen habe, ohne meinen Bruder davon zu erzählen. Mein BP haben sich um 3 erhöht. Glaubst du, er wird davon Wind kriegen? Jetzt schon. Ich habe gehört, dass mein Bruder auf einem Thunfisch nach Lava Island gereist ist. Unglaublich. Das ist unfair. Ich will auch auf einem Thunfisch reiten. Ich habe gehört, dass auf Lava Island ein paar Yoshi-Kinder abhand gekommen sind und dass mein Bruder sie gerettet hat. Ich wette, es gibt nichts Süßeres als Yoshi-Kinder. Ich bin ein wenig neidisch auf meinen Bruder. Ich habe ein Gerücht gehört, dass auch ich eine Menge Fans haben soll. Wow, was für eine großartige Neuigkeit. Um ihre Erwartungen zu erfüllen, muss ich die Hauptrolle in einem Abenteuer übernehmen. Luigi's Mansion. Natürlich müsste mein Name im Titel stehen, das wäre schön. Aber es wird wohl nie geschehen. Ah, es ist schon geschehen und davon 3 Teile. Ich habe gehört, dass in Todtown eine Tür aus dem Nichts erschienen sein soll. Man sagt, sie führt zu den Blütenfeldern. Ich glaube, dass viele Blumen an diesem Ort leben. Blumen. Ah, ich glaube, ihre Seelen werden zu Tautropfen und Blütenblättern. Was? Jemand hat mir erzählt, dass sich ein Weg öffnen würde, wenn man einen Schal und einen Eimer einsetzen würde. Ein Schal für einen Schneemann? Wird er dann nicht schmelzen? Und die Nummer 10. Gestern, als ich in meinem geheimen Keller wollte, bin ich in der Falltür stecken geblieben. Oh, habe ich sie zu sehr strapaziert oder bin ich dicker geworden? Ich sollte sie ölen, damit sie sich leichter öffnen lässt. Oh Mann, Luigi. Okay, und unsere Fanpost, was haben wir da noch Neues? Yoshi-Kinder und Flüsterwald, das ist nicht so viel. Lieber Mario, der Vulkan hat sich wieder beruhigt. Bitte komm uns wieder mal besuchen. Der Häuptling will dich auch wiedersehen. Jeder will dich wiedersehen und wir wollen mit dir spielen. Du hast sicher schon wieder viele Abenteuer erlebt. Erzähl uns von deinen Geschichten, die Yoshi-Kinder. Flüsterweite. Lieber Mario, wie ist es dir ergangen? Es ist so sonnig in den Blütenfeldern. Endlich herrscht hier wieder Frieden. Lilly ist ist wie gewöhnlich in ihrer eigenen Welt. Rosie hat das Gerücht in die Welt gesetzt, dass du hinter ihr her bist. Petunia singt im ganzen Land ein Loblied auf dich. Wie du weißt, komme ich nicht von hier weg. Aber es reicht mir zu sehen, wie die Knospis herumtrollen. Vielen Glück, Mario. Wir wünschen uns allen, dass sich deine Träume erfüllen. Flüster weiter. Okay, da haben wir das einmal durch. Was ist das? Achso, das ist mein Status, ne? 70 von 80 Orden. Das heißt, es fehlen eigentlich nur noch 10 Stück. Das ist ja nicht schlecht. Aber uns fehlen noch 72, Alter. Ach, es gibt auch Omelette-Tees-Rezepte. Aber guck mal, da steht Wim Quiz Muss Quiz. 11 von 11. Seid ihr sicher, dass es so viele gibt? So viele Quizze. Alter Falter.
Okay, alles klar. Ja, wow. Da gibt's so ein bisschen was, glaube ich. Prinzessin Peach wird noch immer über den Wolken gefangen gehalten. Okay, du sagst immer noch dasselbe. Wir gehen nochmal schnell zum Postamt. Da will ich auch nochmal kurz die Fanpost lesen. Aber, ja. Ich bin echt ziemlich zufrieden mit unseren Errungenschaften. Nur krass, dass es immer noch so viele Sternsplitter gibt. Wo sollen die denn noch alle sein? Ei. Euer Mario, hallo. Nun, du hast Post bekommen. Welchen Brief möchtest du lesen? Oh Gott. Ist ein bisschen was. Ach so, da kann ich mir aussuchen, mit welchem Mitglied. Lieber Gumbario, wie geht es meinem kleinen Gumbario? Uns geht es allen gut. Ich hoffe, dein Scanner hat sich schon oft als hilfreich erwiesen. Jo, schau doch mal wieder vorbei. Wir vermissen dich alle. Viel Glück, meine kleine Gumnus. Ich denke oft an dich, Gummer. Jo, weiter geht's. Koopa. Oh Mann, Koopa. Hier bitte. Lieber Koopa. Was macht das Abenteuer? Ich kann nicht glauben, dass du mit Mario unterwegs bist. Ich bin so eifersüchtig. In Cooperheim ist alles beim Alten. Colorados Frau wartet ungeduldig auf seine Rückkehr. Du und Colorado, ihr habt so viel Aufregung in eurem Leben. Was für ein Glück. Auf jeden Fall alles Gute. Kuva aus Cooperheim. Weiter geht's. Cooper-Fan? Hier bitte. Sehr geehrter Herr Cooper. Ich muss mich dafür entschuldigen, Ihnen einfach so einen Brief zu schreiben. Herzchen. Aber ich musste es tun. Ich sah sie in Tottau zusammen mit Mario. Sie sahen so stark und mutig aus. So umwerfend, Herzchen. Wenn Sie es gestatten, würde ich gerne mal mit Ihnen plaudern. Oh, Herzchen, wie peinlich, Herzchen. Ich werde Ihnen bald wieder schreiben. Viel Glück, mutiger Cooper, Ihr Fan. Ah, jo. Ach du Scheiße. Ja, sorry, Leute, ist halt ein Bruce. Sehr leshaftes Pärtchen heute. Ein sehr leshafter Part. Hier bitte. Bombette, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich, versteht doch, wie ich mich fühle. Ich liebe dich, dein Bruce. Okay, das war ein schöner Brief. Noch ein Bruce. Bombette, du musst zu mir zurückkehren. Oh, leicht entzündliche Bombette. Mein Herz wartet auf dich in Cooperheim. Es brennt wie eine Zündschnur. Ich werde dich für immer lieben. Selbst wenn du nicht mich ablehnst, wird meine Liebe nicht vergehen. Wenn ich dich nicht bald sehe, werde ich ganz sicher explodieren. Also bitte beeil dich. Du hast meine Leidenschaft entzündet. Komm zurück zu mir, meine Liebe. Dein Bruce. Eieiei. Wer war Bruce? Paracarry. Frosty. Hier bitte. Lieber Paracarry, danke, dass du mir immer meine Post bringst, egal ob es stürmt oder schneit. Da ich so weit entfernt von meiner Familie in diesem kalten Tal lebe, sind die Briefe die größte Freude in meinem Leben. Sanfte Worte von meiner Frau und meiner Tochter geben mir die Stärke, mit meiner Arbeit fortzufahren. Mein Herz springt vor Freude in meiner Brust, wenn ich das Schlagen deiner Flügel höre. Mögst du niemals die Mauser bekommen? Dein Fan Frosty. Oh Gott. Buhutler ist wieder am Start. Hier bitte. An Lady Bu. Bitte kehrt so schnell wie möglich zurück. Ich kann die Vorstellung nicht ertragen, wie ihr euch in Gefahr begebt. Ich bin so in Sorge, dass ich nicht mehr schlafen kann. Als ihr mit Mario gegangen seid, habt ihr mir gesagt, ich solle euch nicht folgen. Doch jetzt bereue ich meinen Gehorsam. Ich hätte auf jeden Fall mitkommen sollen und euch beschützen sollen. Alles, was ich jetzt tun kann, ist mir mit den anderen Buhus von den Sternen zu wünschen, dass ihr sicher wieder zurückkehrt. Bitte passt gut auf euch auf, Buhutler. What? Mutter? Mutter Sonne oder was? Hier bitte. Wat? Den Sternen sei Dank, du bist in Sicherheit. Ich habe mich so gesorgt. Als du plötzlich verschwunden warst, war ich völlig aus dem Häuschen. Niemand konnte uns helfen und wir fanden auch keinen Hinweis. Dann gingen wir nach Tottown und hörten von der Spielzeugkiste. Ich war mir zwar sicher, dass du da drin in Sicherheit wärst, aber ich machte mir trotzdem Sorgen. Bitte bestell deinem Retter von mir die besten Dankesgrüße. Komm bald wieder nach Hause, deine Mutter. Wer ist die Mutter? Alter Falter. Jo, weiter geht's. Wir haben sie ja gleich. Footspeedy, was?
Hier bitte. Lieber Rat, ich bin noch auf Achse, aber ich werde nie wieder ein Köter sein. Ich glaube, ich sollte eure Hilfe zu schätzen wissen. Dieser Brief ist mein Dank. Wir sind jetzt quitt, oder? Viel Glück bei dem, was ihr vorhabt. Und wenn wir uns mal wieder über den Weg laufen, dann stört mich nicht, ja? Fuzzi Piet. Okay, zwei Stück noch. Gleich haben wir's, Leute. Sushimi! What? Sushimi? Hier bitte! Liebe Mama, zuerst hörte ich, du wärst im Dschungel verschollen. Dann hörte ich, du bist mit Mario unterwegs. Mach ja nichts Gefährliches. Komm so schnell wie möglich wieder zurück. Ich warte auf dich. Wenn du wieder da bist, wirst du vielleicht schon ein Großjeep sein. Deine Tochter Sashimi. Kennen wir die? Unlucky Lester. Was, Fliegling? Lieber Spike. Die, du Abtrünniger, du treibst dich mit Mario rum. Ich werde dir niemals vergeben, du Verräter. Außerdem habe ich gehört, dass du in Wirklichkeit Lucky Lester heißt. Ich habe noch nie so einen bescheuerten Namen gehört. Von jetzt an werde ich dich nur noch Lucky Lester nennen. Du kannst dir meinen Respekt nur wieder verdienen, wenn du Lord Bowser besiegst. Mach das und ich vergeb dir. Feigling vom Lucky Two Team. Okay. Ah, Fliegling. Nicht Feigling. Und der letzte Brief, Leute. Danach geht's zum Bowser. Lucky Lulu. Hier bitte. Lieber Lucky Lester, wo bist du? Ich hoffe, du bist ein braver Lucky Two und kommst bald wieder. Ich werde nahe der Flüsterweide auf dich warten. Das habe ich schon gesehen. Wenn du nicht zurückkommst, werde ich dich bis ans Ende der Tage suchen. Ich werde so einen Starrsturm über dir entfachen, dass du nicht mehr weißt, ob du Männchen oder... es tut mir leid, Liebster. Ich werde immer zornig, wenn ich mich sorge. Deinen Lucky Lulu. Nö, das war's. Danke. Cool. Dann haben wir die Briefe auch erstmal wieder alle durch und die Fanpost und die Tagebucheinträge von Luigi. Würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal kurz shoppen. Bei unseren Sternentypis. Für Sternsplitter. Und dann. Ja. Dann geht's wahrscheinlich ins Finale hoch in Schloss von Bowser, oder? So wird es wahrscheinlich sein. Ja, das war jetzt heute nochmal so ein richtiger, ja, ich sag mal, Bonus-Part. Aber auch die müssen ja gemacht werden. Wir wollen ja alles sehen. Alles, was geht. Aber wie gesagt, dieses mit dem Umhergequizze. Ich weiß ja nicht mal, ob das jetzt wirklich so ist, dass es noch so viele Quizzes gibt. Weil da stand ja schon 11 von 11. Entweder gibt es nur 11 verschiedene Fragen. Oder das war es halt wirklich schon. I don't know. So viele Sternsplitter haben wir denn aktuell? 8. Okay. Das heißt... Umsägen. Nehmen wir uns einfach mal mit. Let's go. Und dann gucken wir mal, was wir noch so, ne, machen können. So, jetzt geht's aber erstmal zum Sternenschnuppengipfel. Genau. Und ich habe hier immer noch Kaffee. So, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Wahrscheinlich werden wir einen Pfad nach oben bekommen. Ja, und dann kommen wir wahrscheinlich auch langsam ins Finale von der ganzen Sache hier. Das Spiel wird bald ein Ende finden, liebe Leute. So, ich bin gespannt. Mario, kannst du mich hören? Ich werde den Eingang zum Sternenweg öffnen. Betritt diesen Pfad ohne Furcht. Der Sternenweg führt dich direkt in den Sternhafen. Wir 7 hohe Sterne warten auf dich dort. Wir wollen dir all unsere Kräfte zur Verfügung stellen. Denn nur dann wirst du in der Lage sein, gegen die Macht des Sternstabs zu bestehen. Okay, wir bekommen nochmal ein extra Level scheinbar. Aber es ist ja jetzt wahrscheinlich wie so eine Stadt, oder? Wir warten gespannt auf dein Erscheinen. Mario, eile zum Sternhafen. Ich denke schon. Ist wahrscheinlich wie so ein... Okay, das habe ich mir jetzt auch anders vorgestellt.
Ah, scheiße, jetzt bin ich... Nein. ich wollte doch nur nach links laufen. Ich wusste nicht, dass es gleich wieder runtergeht. Okay. Das funktioniert auf jeden Fall, Leute. Weil es so schön war, machen wir es gleich nochmal. Hui! Okay. Also wenn ich rüberlaufe, dann in einem großen Bogen. Okay, alles klar. Gut. Oh. Was? Was? Hier gibt es einfach solche Feuergegner? Aber sind das jetzt auch Feuergegner? Die kann ich bestimmt nicht draufspringen, oder? Ach, Manno. Okay, Mitglied wechseln. Wir gucken uns das mal mit Goombario an. Und Scanner. Kalte Glut, okay. Das ist die kalte Glut. Im Grunde sind es feurige Monster, geschmiedet aus einem unheimlichen blauen Feuer. Hohe Angriffskraft, okay. Zwar sehen sie frostig aus, sind aber trotzdem feurig. Daher werden Feuerattacken keine Wirkung zeigen. Wenn sie angegriffen werden, teilen sie sich, greift trotzdem weiter an. Irgendwann geben sie schon auf. Aber sie schlagen auch zurück. Manchmal attackieren sie auch deine Mitstreiter. Dann beträgt der Schaden 3 Punkte. Wasserattacken wirken sehr gut. Besiege sie, bevor sie dich verbrennen. Aber kann ich jetzt raufhüpfen? Das stand da nicht drin. Ich probier's einfach mal aus. Multisprung. Ich kann nicht draufhüpfen. Danke für diese Info, Goombario. Die einzigste Info, die ich gebraucht hätte. Cool. 3 Runden außer Gefecht gesetzt. Alter Falter. Okay, ja, was mache ich denn jetzt? Das ist doch kacke. Aber kann ich... Ne, Mitglied kann ich jetzt auch nicht wechseln. Ja, dann kann ich ihn mit dem Hammer draufhauen. Ja, toll. Dann muss ich mich mal anders ausrüsten jetzt. 8 Schaden und geteilt. Was heißt geteilt? Machen trotzdem alle so krass viel Schaden, okay. Ich kann jetzt halt nur den vordersten angreifen, das ist halt doof. Aber zählt das jetzt als Bodengegner? Nee, ne? Weil ich habe ja den Hammer drin. Zack, zack, zack und boom. Okay, ich glaube, da muss ich meine Orden mal ein bisschen umrüsten, wenn wir solche Gegner haben. Ah, ich kann für den auch blocken. Ist ja interessant. So. Und dann würde ich jetzt einfach nochmal kurz Mitglied wechseln und auf... Koopa. Koopa! Panzerstoß, nee, Powerpanzer. Okay, 4 Schaden. Jo. Oh, doppelte Erfahrungspunkte. Sehr schön. Das sind dann 16. Jo, nehmen wir mit, ne? Cool. Haben wir ja bald wieder ein neues Level Up am Start. Ah, so. Perfekt. Jo, wie sollte ich mich da ausrüsten? Das ist eine gute Frage. Multisprung. Erdbeben. Also Erdbeben würde ich dann erstmal raustun. Und ich würde ganz gerne eigentlich die erhöht Angriffskraft gegen feurige Gegner. Genau. Den würde ich gerne reintun. Frage ist, wie mache ich das am dümmsten? Den Multisprung hätte ich halt trotzdem gerne drinne. Leichte Angriffe auszuweichen ist halt eigentlich super geil. Aber was sollst du machen, ne? Dann mache ich das halt raus. Den Multisprung. Ah, ich brauche den Multisprung. Ist doof. Okay, warte, dann mache ich dann doch raus den Vermeider. Mach erstmal das rein. Keine Ahnung, ob ich das jetzt wirklich so krass brauche oder nicht. Aber ich mach's. Genau, Ice Power. Und dann irgendwas mit einem... Du.
Das können wir noch reinmachen. Meditation. Das ist Schwachsinn. Doppelangriff. Ja, nee. Schlag. Powerhauer. Paradox. Kurze Zeit ein Schlaf. Ich glaube, ich würde den mal nehmen. Einfach so zum Probieren. Okay, gut. Leute, der Part ist rum. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter hier im Sternhafen bei Paper Mario. Tschüssi, Leute.